Hallo liebe Freunde und willkommen wieder hier zurück beim Fischer Online von der Insel, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, hier in Deutschland. Und zwar, der Tag ist mittlerweile hereingebrochen, wie ihr oben seht, es ist 6.40 Uhr. Und ich möchte euch heute noch mit euch gemeinsam noch weiter den See erforschen und erkunden. Und ich würde euch auch gerne noch was zeigen, was wir beim letzten Mal vielleicht ein bisschen vergessen haben, wo man noch ein bisschen Informationen herbekommt. Und dann starten wir hier gemeinsam durch, um weiter unseren Fischkorb zu füllen. Und ach nee, das wollte ich jetzt nicht. Und unseren Fischkorb zu füllen, sage ich schon. Und unsere Schätze hier weiter auszubauen. Beim letzten Mal haben wir ja kurz vor Schluss noch einen einzigartigen Fisch gefangen. War zwar ein sehr, sehr kleiner Fisch, aber es war ein einzigartiger. Und mit dem maximalen Rating, und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. War wieder die falsche Taste, wie immer. Und zwar habt ihr ja hier das Handy. Und hier können wir uns gemeinsam anschauen, unsere Rekorde. Und ihr werdet sehen, dass wir hier, muss ich mal gucken, das müsste der hier gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das war der, wa? Ja, ne. Ach, das ist gar nicht unser. Ah, okay. Ja, das war wieder mal ein kleiner Fail, wartet. Gut, wir gehen mal hier auf Standort. Und das wollte ich euch noch zeigen. Hier an der Stelle erkennt man, was wir hier fangen können, wenn ich das richtig verstanden habe, das ganze System. Wir können hier Aale fangen, Flussbarsche, Rotfedern, Giebeln, Braxen, die haben wir ja schon. Wir können hier Bachschmerle fangen und so weiter und so fort. Und daran sieht man auch schön, zum Beispiel, wenn man sich das hier was anklickt, mit was die alle gefangen wurden. Also die größte Braxe hier. Mit 4,6 Kilo. Und auf, was ist das? Brot, glaube ich. Ja, also ganz unterschiedlich. Wie ihr sehen könnt. Moment. Aber so kann man schon mal schauen, wie und was die Fische hier an Futter nehmen. Also, wisst ihr, was ich meine? Man kann zum Beispiel jetzt sagen, hier, wenn wir jetzt hier gehen, wir gehen mal jetzt auf Schuppis. Genau, Schuppenkarpfen hier mit Boilies und Früchte wurde der gefangen. Oder hier mit Boilie, mit Kohlboilie oder mit Mandarinenboilie. Also ihr seht auf jeden Fall, dass die Karpfen, die Schuppenkarpfen, eindeutig auf Boilies gehen. Oder Spiegelkarpfen. Auf Schokolade, okay, auch nicht schlecht. Hier auf Tigernussboili, Erdbeerboili, Erdbeerboili. Mit der größte Gefangene mit 15 Kilo. Das ist schon ein Monster eigentlich. Also das ist schon sehr, sehr nice, das hier zu sehen. Hier seht ihr eindeutig der Zander mit 5,6 Kilo und ist auf den Blinker gegangen. Sowie auf den Chat. Also alles gespinnt. Wenn ich jetzt mich nicht irre. Der Grünling ist hier auf Made der größte und auf Blutwürmer. Ja, und so kann man halt schauen. Der Giebel auf Blutwurm, eindeutig. So kann man halt schauen, wie die Fische beißen, wo die Fische beißen und ja. Ihr seht, der Aal geht auf Fischfetzen. Und Krebsschwanz, also der ist ja eh eher so ein Nachtjäger. Die Schleie geht auf Krebsschwänze, eindeutig. Auch recht groß. Was haben wir noch? Hier sind Graskarpfen, können wir noch gucken. Und der Graskarpfen ist auch wieder auf Boilies. Das heißt also, wenn wir hier irgendwas reißen wollen, dann auf jeden Fall mit Boilies. Und so halt, so wie wir hier das gerade ausgerüstet haben, können wir natürlich nichts machen. Vielleicht brauchen wir auch einen anderen Haken.
Das müssen wir uns alles einmal noch austesten. Und dass wir sagen, hier, wir machen hier vielleicht mal einen anderen Köder drauf. Wir haben ja hier noch einen Köderfisch. Wir haben noch einen Wurm, wir haben Brot. Wir machen jetzt mal ein bisschen Brot drauf. Haben wir noch einen anderen Haken? Nullerhaken, ein Einserhaken. Ah, ich weiß immer nicht, welcher da. Ach so, ja, hier, das ist ein Winzerhaken, ein kleiner Haken, ein Mittelhaken. Wir machen natürlich immer so einen drauf. Und wie gesagt, Brot drauf. Und dann hauen wir die Route auch mal raus. Und dann gehen wir hier mal so rüber. Und dann spinnen wir hier mal ein bisschen rein. Seht ihr unsere Pose eigentlich? Da ist er ja. Okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Spiel macht Spaß, muss ich immer wieder sagen. Obwohl ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass es wirklich schon so einen Spaß macht. Wir nehmen mal hier den Blinker, wir probieren mal hier mit. Und ja, also wie gesagt, es macht Spaß. Es ist auch sehr abwechslungsreich, dadurch, dass man jetzt hier auch zum Beispiel seine Köder hier selber machen kann. Mit den kleinen Fischen, die man so fängt. Und naja, das sieht gar nicht so schlecht aus, was wir hier gerade machen. Und ja, wie gesagt, dass man hier so die kleinen halt fängt. Und ja, aber wie gesagt, uns fehlt jetzt noch ein bisschen der Angelerfolg, weil wir ja neu sind im Spiel. Und aber das kriegen wir auch hin. Also ich denke nicht, dass wir da Probleme mit haben. Wie wir das Ganze jetzt hier weitermachen, ob wir das jetzt hier bei YouTube weiterlaufen lassen, ob ich nebenbei ein bisschen spiele. Oder ob wir sagen, ich mache das bei Twitch mal so im Livestream. Das wird sicherlich auch passieren. Oh, 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 oh. Oh, da haben wir jetzt auch einen Brocken dran, Freunde. Krasse Scheiße. Oh, Entschuldigung. Das darf man ja nicht sagen. Very nice, very nice. Ist aber echt hart an der Bremse. Oh ja. Der reißt uns hier gleich die Schnur kaputt. Also er ist komplett draußen. Jetzt wird's gleich reißen. Ja, seht ihr. Ja, also schade drum. War ein sehr schöner Fisch. Und damit sieht man wieder, dass uns hier definitiv das Equipment zu klein wird an dem See. So, jetzt muss ich mal schnell hier die anderen alle einholen. Entweder habe ich jetzt die Pose aus den Augen verloren. Wartet mal. Ja, da ist er noch. Und unsere Grundroute. Das ist das Schöne an den Grundrouten, an den Feederrouten. Man braucht keine Angst haben, dass die abreißen. Denn wenn da ein Biss dran ist, der bleibt dran. Also da braucht er nicht hinhetzen und schnell einmal anziehen. Das müsst ihr bei allen anderen Sorten machen. Bei den Grundrouten braucht ihr das nicht machen. Und was haben wir auf Brot? Ich drücke jedes Mal den falschen Knopf. Und wieder ein Giebel. Also das ist hier so wahrscheinlich der einfachste Fisch zu fangen. Ich weiß es nicht. So, okay. Ja, schade drum. Ich hole die mal kurz rein hier, ob wir überhaupt noch was dran haben an Haken. Oder so. Hier mal ein bisschen schneller reinkommt. Und dann gucken wir uns das mal an. Dann gucken wir uns auch mal ins Menü. Seht ihr, unser Feederroute da, die wippt schon wieder. Ganz aufgeregt. Gucken wir mal, was wir jetzt dran haben. Er ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner.
Aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal gut Angelerfolg heute. Ein etwas größerer Giebel mit 1,1 Kilo. 68 Erfahrung. So, an der anderen Route ist ebenfalls was dran, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Oh. Ja, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Aber kein Problem. Kriegen wir rein. Und wie ihr rechts sehen könnt, haben wir bloß noch 9-mal Wurm. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zum Beginn der nächsten Folge... Oh, wir haben auch ein schönes Rating. 2 Sterne schon. Nice. Zu Beginn der nächsten Folge müssen wir dann auf jeden Fall auch Ködernachschub besorgen. So, dann gucken wir uns hier mal eben unsere Spinning-Route an. Ich muss mal gucken, welche das hier war. Ich glaube, das war die... Ne, die erste, nicht die zweite. Ja, genau. Alles da, alles dran. Okay, also die hat hier, ihr seht, Wurfgewicht 12 Gramm, 2 bis 15 Gramm. Können wir uns die Route noch näher anschauen. Und maximal 3 Kilo Traglast. Das heißt auf jeden Fall, die hat auch ebenfalls maximal 3 Kilo. Da müssen wir ein bisschen für die Zukunft investieren. Die hat hier nämlich schon 6 Kilo. Und das werden wir aber auf jeden Fall erst in der nächsten Folge machen. Denn, ja... Jetzt wollen wir noch versuchen, mal noch ein bisschen Fisch zu fangen hier an der Stelle. Und ich glaube, das war die falsche. Moment. Wir haben einen Fischi dran. Keinen großen, ist bloß ein kleiner hier. Oh, und wieder in einzigartigen und wieder eine Bachschmerle. Also die hat es uns hier richtig angetan, Freunde. Aber gut, prima, finde ich klasse. Die andere war wesentlich besser, die hat volle Bewertung gekriegt. Aber wir wollen ja mal nicht rummeckern. So, wir werden mal hier den Köder nochmal wechseln. Wir machen hier mal Blutwürmer nochmal dran. Und da haben wir wieder an der Feederrouter etwas dran. Also wie ihr vorhin gesehen habt, ganz zum Anfang hin haben wir geschaut, wie groß die Fische hier werden. Da war, stand was da bis 10 Kilo. Das heißt auf jeden Fall, wir müssen dickere Routen kaufen. Denn wenn wir hier auf Karpfen wirklich gehen wollen, dann wird es so ganz schön dünn. Mensch, warum ist denn das immer? Ich will doch einfach nur... So, ne, komm noch her. So, sehr schön. Ein schöner, schöner Spiegelkarpfen. Eine Wertung mit 66 und 2,5 Kilo. Sehr nice. Aber viel größer darf er nicht werden, habt ihr das gesehen? Aber wir fangen auch Karpfen hier mit Brot. Kenne ich persönlich aus dem Privaten ebenfalls, dass man Karpfen auf Brot fängt. Da sind die eigentlich immer ganz zufrieden mit. So, wartet mal. Ich glaube, unsere Pose geht da schon ein Stück spazieren. Ja, seht ihr? Doch richtig geschaut. Ach, das ist ja niedlich. Eine Laube. Aber gut, davon können wir Köder machen. Auch das werden wir uns jetzt gleich nochmal schnell angucken. Filetiertisch. Dann gucken wir mal, was wir hier alles klein machen können. Wir können hier alle klein machen. Ist ja krass, warum seit wann ist das? Ich dachte immer nur bis... Aha, okay. Nö, die wollen wir natürlich verkaufen. Also das wäre ja nur albern.
meine, ja, werden wir dann später machen. Wenn wir dann genug Geld haben. Aber das ist ja aktuell nicht so der Fall. Und von daher haben wir schon wieder den nächsten Bissfreunde an der kleinen Route dran. Und wieder eine Laube. Dann haben wir an der Grundroute den nächsten Biss. Also jetzt geht's hier vorwärts. Jetzt kommen wir hier gerade mit dem Einholen fast nicht hinterher. Ist jetzt ein etwas kleinerer, das macht aber mal gar nichts. Eine Rotauge. Immerhin. Ja, wie gesagt, zum nächsten Mal werden wir dann versuchen, hier mit Boilies mal zu angeln. Werden wir neues Equip uns besorgen. Zumindest ist das der erstmal der Grundplan bis dahin. Und ihr wisst ja, wie gut so eine Pläne immer funktionieren hier bei den Creatoren. Nämlich gar nicht, aber wir werden das versuchen mal umzusetzen. Und so. Mal schauen, ob ich das dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal noch weiß, was ich euch hier erzähle. Na, die Spitze hat sich doch eben bewegt, oder? Da bewegt sich ebenfalls was. Da auch. Okay, dann holen wir erstmal die hier raus. Ah, das sieht gut aus. Wie gesagt, an der Grundroute macht das nichts. Da passiert nichts dran. Die könnt ihr ganz getrost erstmal zuppeln lassen. Wir wollen ja hier erstmal die haben. Von der Matchroute. Denn wie gesagt, da würde der Fisch abhauen. Noch eine schöne Rotfeder. Sehr schön. Ach, das sieht doch gut aus. Auch ein etwas kleinerer wieder. Hier mit Brot. Auch ein Rotauge, das ist ja niedlich. Aber mit der Route hier, liebe Freunde, seht ihr ja sicherlich, dass wir hier immer gut zusätzliche EP bekommen. Und ich würde sagen, ich mache den Netzcacher hier noch voll. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es hier heißt, der Türhof, der angelt mit euch gemeinsam in Deutschland mit Boilies bei der nächsten Folge. Und hat es euch gefallen, lasst mir ein Däumchen und ein Abo da. Oder schaut rein im Livestream und auf meinen Social Media Kanälen. Macht's gut!